Mit neuem Gymnastikanzug. Karin, die Keulen, das sind für die Gymnastin so etwas wie der Schwebebalken für die Turnerin? Ja, das ist richtig, weil es zwei von der Sorte gibt und da kann nicht nur eins runterfallen, sondern gleich beide in verschiedene Richtungen. Wir hoffen, dass wir das nicht allzu oft erleben werden, dass die Keulen fallen. Also in irgendeiner Variation in jeder Keulenübung beinhaltet sein. Das heißt, der Abwurf erfolgt mit einer Hand? Genau, den nimmt man jeweils so zwischen Seite von zwischen Ringfinger und Mittelfinger und Zeigefinger und Mittelfinger und dann wirft man die hoch. Irina Delianu aus Rumänien. Bei den Keulenübungen werden wir jetzt wieder die Gleichgewichtselemente viel sehen, weil die auch wieder gerätespezifisch sind. Und was auch noch wichtig ist, dass eben dieses Mühlhandkreisen drin sein muss, was man gesehen hat, wo die Keulen um die Handgelenke geschwungen werden. Das muss geboten werden und eines davon in einem Gleichgewichtsstand. Jetzt sehen wir noch eine Zeitlupe von diesem Wurf mit doppelter Keule. Unter dem Bein beim Schrittsprung durch. Jetzt kommt eine Rolle. Und dann wünschenswert zu fangen. Das ist das Mühlhandkreisen, von dem ich gerade gesprochen hatte. Ja, die Regie hat aufmerksam zugehört. Mhm. Die Keulen dürfen eigentlich nur am Kopf, also nicht am Bauch gefangen werden, nur wenn es also willentlich ist und man sieht das auch. Also am Kopf der Keulen? Genau, also nicht mit dem Kopf. nicht mit dem Bauch. Genau, das auch nicht, das ist auch so. Irina Delianu hatte diesmal brav Platz genommen.